Ich wollte gerade sagen, vielleicht würde ich doch Ballen pressen. Meine Lieben, wir sind in der letzten Folge am Sonntag. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Hallihallo. Gabriella. Ach du heilige Schande, jetzt fängt er mit Italienisch an. Cool. Paul, ich presse. Okay. Jetzt, wo es wieder anfängt mit Lägen, darf ich wieder auf der Straße rumfahren. Okay. Du hast einen leeren Anhänger bei dir, denk daran. Leer. Was? Der ist leer, der Anhänger. Kann nicht viel passieren. Noch hat er ihn nicht hinter. Ja, was? Eben. Doch, ich habe schon einen leeren Anhänger hinter. Achso. 8,4. Minus 100. Oder 260, ja. Der war noch eingestellt, der Kurs. Achso, stimmt. Den habe ich nie geändert. Nur die Arbeitsbreite halt. Nur die Arbeitsbreite, genau. Der ist auch gar nicht so schlecht, der Kurs. Der geht fast überall auf den Feldern. Ja, genau. Also gerade, weil die jetzt ja nebeneinander liegen, kann man dann über die Hecke rüber spritzen. Taki. Über die Hecke kann er ja rüber spritzen, wenn er das Ding hoch genug macht. Für eure Gedanken kann ich nichts. Er meint den Kalkstreuer. Ich hätte eine Spritze genommen. Wieso? Wir haben ja noch keine. Müssen wir auch nochmal kaufen. Mhm. 92, 93. Ich kann nicht so schnell. Ich hab einen alten Fan. 94. Mann. Es tut mir leid. Alles gut. Habe ich jetzt auch mal die Chance beim Team, andere Teams auszuspionieren. Ich wäre schon lange hier unten gewesen. Ja, was hältst du dich denn nicht so lange auf? Ich bin doch schon weg. Hallo? Habe ich dir schön in die Einfahrt gestellt, hast gesehen, ne? Werner hat die Werner bringt die Baumstumpfbläse wieder mit. Patti läuft hier zu Fuß durch die Gegend. Also, unten am. Hä? So, ja. Also, diesen Case Farmal, den hätte ich ja im Leben nicht gekauft, ne? Alter Schwede, so ein langsames, räudiges Ding. Sag mal, Team Blau rennt mit zwei Leuten auf der Straße rum. Ja, die haben nichts zu tun. Nichts, gar nichts. Ah, also, hier sind die Baumstümpfe jetzt alle weg. Was wollen die am Ding? Am Sägewerk mit dem LKW? Vielleicht ein Baumstumpf wegmachen. LKW. Ja, sie haben ja den Kuppler. Geht schon. Ja. Oder sie sind wieder irgendwo am Dekobäume abrasieren. Was haben die denn schon wieder? Ich hab keine Ahnung. Ich check den nicht, ich check den nicht. Ach so. Iggy rennt bei denen rum. Mm. Oh, es laggt. Nö. Ach, ich merke da nichts von. Ich bin gerade eine halbe Stunde durch die Hecke gefahren bei dem Feld, weil sie direkt neben der Straße ist. Hm. Der Vorteil daran, wenn ich jetzt die Ballen nämlich heute noch fertig gepresst kriege, dann sind sie schon mal, ja. Ja, genau, dann können sie über Nacht schon mal gären. Dann haben sie schon mal 50% am nächsten Tag. Mhm. Oder vielleicht nicht ganz. Ey, das 30. Ist unfair, wie Paddy das macht. Was? Macht er denn? Er springt einfach auf dem Hof hin und her, dann habe ich keine Chance vorwegzulaufen. Was? Achso, der springt zwischen den Fahrzeugen hin und her, oder was? Ja. Achso. Und jetzt steht er vorne im Hof und schaut. Ja, ja, weggesprungen. It's magic, er ist weg. Aber ich sag mal so, ne? Im nächsten Ingame-Tag müssen wir uns ja auch was überlegen, was wir machen können. Also ich kann Bäume machen. Weil unsere unsere Wiesen sind nämlich am Wachsen, ja, alle dann. Einer könnte Ding. Könnte ja, aber das Feld am Hof müssen wir, können wir dreschen. Wir haben diverse Dreschmissionen sonst bei uns um die Ecke. Ja.
Wir können das Feld dann wieder bearbeiten, wir können es gruppern, Steine sammeln und so weiter, düngen. Es müssten Eichen gepflanzt werden. Also, Ja. wir können wieder Bäume pflanzen, Apropos. Baumstümpfe entfernen. Also ich glaube, wir haben genug zu tun. Paul, warst du gerade ab des Weges? Ich bin gerade mit 20 km/h einmal eine Runde um irgendeinen Block rumgefahren, weil die Karre einfach nur noch vorwärts und rechts eingeschlagen gefahren ist. Okay. Und als sie dann zum Stehen kam, standen 5000 links unten und sind 2 Sekunden lang nicht weggegangen. Oder noch länger, keine Ahnung. Ja. Müssen die 33 auch noch mal düngen, ne? Die 33 müsste noch gedüngt werden dann, ja. Die habe ich noch nicht gedüngt. Und wir sollten noch mal den Striegel 32 und Ansetzen, 33 stimmt. ansetzen. Da war ja noch was. Das könnte ich gleich machen, wenn ich mit dem Gepresst hast. Beinpressen fertig bin. Oh, sorry. Aber Gepresst sind nicht mehr ansonsten. so gut. Fahr schon mal zu, ich drehe um. Komm wieder. Nicht rückwärts. Ja. Ja, das manchmal, dass ich trotz Vorwärtsgang rückwärts fahre. Uiuiuiui. Die Performance ist super geil. Also Hammer. Ah, da wollte ich nicht hin. Warum fährst du denn dahin? Danke fürs Gespräch. Nochmal die Frage, ich kann auch anhalten. Nee, 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 fahr weiter, du musst fertig werden. Ich hole einfach immer wieder 200-300 Liter, das schaffen wir schon. Dann leer. Ja. Gott sei Dank. Wo soll ich den Anhänger am dümmsten hinstellen? Einfach hier an der Seite, wo ich auf und ab fahre. Okay. Ihr kriegt Musst du das hin da aufpassen. oben? Jojo. Musst du aufpassen, dass ich hier nicht in den Graben reinfahre. Ja. Jetzt fies. Aber hier geht's noch. Da hinten an der anderen Seite vom Feld ist schlimmer. Ja, bitte, bitte nicht in die Gräben fahren. Wäre unpraktisch. Wie lange haben wir denn noch? Wir haben noch 12 Minuten. Wir könnten auch noch mal den ein oder anderen Ballen bei den Schafen reinschmeißen. Hast du nicht gesagt, wir haben noch tagelang Ruhe? Ja. Heißt aber nicht, dass wir es nicht tun sollten. Ja, okay. Deswegen, wir könnten, nicht wir sollten. Okay. Schade, ich habe mich gerade verlesen. Ich wollte gerade sagen, oh, so viel Hühner haben wir schon. Was? Aber das waren die Eier. Achso. Die Anzahl der Eier. Nicht verlesen. Guck mal, hier direkt gegenüber ist noch eine schöne kleine Dreschmission. So. Die 101. Ja. Werden blauer über unseren Hof. Ja, die sind schon die ganze Zeit da. Schieß ihn ab. Ich bin doch sonst hoch. Aber nicht auf dem Hof. Bist du wieder am 10,5. Kalkohlen oder was? Nein. Noch am Pressen. Zwei Bahnen noch. Haben wir wieder 40 Ballen am Hof liegen. Es lag. Wäre natürlich schon cool, wenn wir die Mission noch fertig kriegen, ne? Eigentlich ja. Theoretisch müsste es gehen.
Da steht schon noch eine ganze Menge da oben. Ja. Du fährst jetzt schon rüber. Ja, ich muss ja eh zum Hof und jetzt fahre ich halt oben rüber und stelle die Anhänger zur Not halt oben ab, wenn noch zu viel Zeit übrig ist. Ich glaube, das lohnt nicht, wenn du dann runterfährst. Ja, ich glaube auch. Aber wir werden sehen. Hey, 50%! Go, Uwe! Go, Uwe! Go, Uwe! Guck mal, der Deutz verdient mehr, als er wert ist mit der Mission. Ja. Macht Uwe dann jetzt Zack Bärfeld einfahren? Vielleicht leckt's bei ihm auch. Ja, ein Schlaganfall. Uwe ist im Moment auch gerade gemutet. Ja, das ist ja, oder? Ich fährst du? Wo fährst du denn jetzt hin? Oder musst tanken? Ich? Nee. Ich fahr bloß auf Bahn bergab. Achso. Ja, das ist vielleicht gar keine so blöde Idee. Nachdem die letzten Bahnen jetzt bei 3 km/h waren, habe ich gesagt so, nee. Vorher waren sie sogar schneller. Vorher waren es wenigstens noch bei 5 oder sowas. Aber der schottet sich gerade hier zu Tode, ey. Ich weiß nicht warum. Ich habe fertig gepresst. Yay. Und wir haben noch 8 Minuten auf der Uhr. Yay. Das glaube ich nicht mehr. Gib Gas, mit der Einstellung nicht. Das Pedal ist durchgedreht und angespackst. Ja, also, dann mach die Lachgasinjektion noch dazu. Alter. Möchtest du, dass der Motor beim Mond ist und ich hier weiter stehe? Ja. Jetzt tu nicht so. Das ist ein Oldtimer, der kann viel ab. Aha. Sagst du jetzt? So. Die Motorleistung geht selbst so richtig runter. Ich suche den Striegel. Der steht oben am Hof. Oh, perfekt. Aha. Nee, Zetter. Das ist ein Striegel. Ist der rechte Abladerträger, wenn man reinfährt, ne? So wie es aussieht. Ja. Ja. Deine Hänger kannst du schon mal abladen, ne? Ja, hatte ich vor. Dann gehen die Prozente nämlich wieder hoch, dann ist Iggy motiviert. Motivär? Guck mal, wie schnell die Prozente steigen. Geht gar nicht so schnell. Voll die Verarsche. 93. Merkt das auch nicht hin. Doch 94. Ich höre hier Grillen zirpen. Fortschritt fällt 93%, Fortschritt Lieferung 79%. Ich bin nach 8600 Liter. Naja, alles, was du jetzt noch runterholst, ist ja theoretisch Zusatz. Mhm. Ich striegel mal die Fläche, die du angesät hast, ne?
Sollte nur zusehen, dass ich hier von dem Feld runterkomme. Ja, ich glaube, dafür sollten wir erstmal Legebereifung aufmachen. Und nimmst du denen wieder die Lohner weg? So, go Iggy. Go Iggy, go Iggy. Go, go, go Iggy. Was habt ihr hier schon wieder für ein Chatgespräch? Werner hat nur geschrieben, dass sie für sie so zurück ist und ich hab Danke geschrieben. Aha. Ich hab dir ein Geschehen geschrieben. Also können wir den Status wieder aufheben? Genau. Ja. Ich hab gar nichts geschrieben. Ich hab mir den Streuer mal geschnappt und den Grubber. Bin unterwegs zu Uwe. Gute Idee. €360.000. Wie viel? Team Werner, €260.000. Haben sie ja nicht viel gemacht. Was die hinsparen. Aber die haben 65.000 gemacht jetzt. Ja, aber Respekt. Hoch 1, 57.000. Das würde für ein Sägewerk reichen, ne? Ja. Ihr wüsst einen guten Platz dafür übrigens, aber... Der wo mal das Silo stand. Nee. Bist du dann einen anderen? Ja, bei uns. Na, ist zu weit weg. Ich meine, für uns. Ach so. Wir könnten sich auch einfach einen Hacker kaufen. Den ganzen Scheiß einfach klein hacken. Boah, nee. Ein bisschen teuer. Ich wollte gerade sagen, nee. Nicht mit den, nicht mit den. Warum nicht? Das leckt so unwahrscheinlich. Das tut's eh schon, weil sie schon alles klein ist. Noch schlimmer dann. Das ist noch heftiger, glaub ich mir. Also wir machen Fichten damit in den Heizomaten und wie sie alle heißen rein. Ja, Fichten macht man da ja auch nicht rein. Ja, eben. Aber Fichten gehen auch. Wir haben da schon Eichen durchgejagt, das hat geleckt wie Hechtsuppe. Wie viele Minuten noch da, okay? Eine. Das schaffe ich nicht mehr. Egal wie schnell ich jetzt noch fahren möchte, das klappt nicht. Wie wird das Wetter morgen? Welch eine Enttäuschung. Das Wetter ist nicht so schlimm. Das Wetter ist gut. 96% Feldfortschritt, komm schon. Mach die 4% noch voll. Bucky, magst du dann auf der anderen Seite schon anfangen? Nee, ich mach das, was du schon gemacht hast, nochmal. So war es jetzt nicht gemeint. Ich habe andere Missionen sind gerade dazu gekommen. Oh. Wieso steht noch immer noch bei 96%? Das geht gar nicht weiter. Ach, 97%. So lustig, dass es zwei unterschiedliche Kobertexturen sind. Ja, wir sind durch. Machst du beim nächsten Mal fertig, ne? Gib mir alle Mühe.
Achso. Sehr gut. Jetzt sind wir nicht durch. Jetzt sind wir durch. Meine Lieben, das war's für diese Aufnahmewoche. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann am Dienstag wieder zur nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.